AIDA Prima macht absolut zum perfekten Familienschiff die ganze obere Etage, das Four Elements. Für die Eltern von mir ist der Kletterpark, aber dann ist da ja auch ganz in der Nähe der Kinderclub angesiedelt. Total schön, wunderbare Gestaltung, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Also das einmal AIDA, immer AIDA ist für uns auch so. Ja, ist ein Rundum-Wohlfühlpaket, auch gerade mit Kindern. Ganz toll, ganz tolle Ecken. Und mein Lieblingsort auf dem Schiff, gerade auf der AIDA Prima, ist Frühstücken im French Kiss. Das ist ganz toll. Das ist so schön. Die Möbel dort und also das ganze Flair ist unglaublich. Man fühlt sich wirklich direkt an einem ganz anderen Ort. Also ich kann es nur empfehlen und wir werden es auch wieder machen. Immer und immer wieder. Wir haben jetzt 22 Reisen hinter uns, ganz viele Ausfahrten erlebt und wenn die Enya, oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut, ich könnte ja jetzt sogar noch heulen. Ich schaffe es immer noch nicht, ohne Tränen in den Augen diese Ausfahrt zu genießen. Aura und Vita sind unsere Lieblinge. Das Schiff ist einfach toll, weil das ist nicht so riesengroß, also das ist gemütlich und sowas alles. Also ich finde es sehr schön, auch die kleinen Schiffe. Also das Selection finde ich genial. Am liebsten würde ich Haus verkaufen und aufs Schiff und dann alles abfahren. Uns ist die Route eigentlich wichtiger als das Schiff. Die Route ist eigentlich das Wichtigste für uns dann. Und dann in zweiter Linie kommt eigentlich das Schiff dann. Da freuen wir uns, wenn es da mal was Neues gibt jetzt. Die 14-tägige Ostsee-Tour, wo wir die gemacht haben, die kleinen Orte bezaubern. Ja. Ganz fantastisch. Ich muss nicht immer eine riesen Megastadt haben, aber das Kleine ist manchmal sehr schön. Ja, und das fand ich auch eine ganz tolle Auswahl von AIDA, dass es mal die kleinen Häfen anfahren. Ja. Der Bella hatte ich wirklich schon tolle Reisen und ich glaube, mit bestimmten Reisen verbindet man einfach so bestimmte Momente und die sind bei mir auf der Bella ganz groß. Ich mag dieses Schiff. Ich finde eigentlich auch die Bella ganz, ganz schön, weil wir da auch ein schönes Erlebnis hatten. Und zwar haben wir unsere letzten Südostasien-Tour, auch in der Karnevalzeit, durften wir natürlich dann abends mit dem Captain Arm in Arm einen Kölsch trinken. Also ein Tipp für Wellness haben wir ganz sicher, weil das haben wir uns Weihnachten mal geschenkt. Und zwar ist das die Wellness-Suite. Da hat man dann schon Luxus pur und was das Wellness das Herz begehrt, alles ist da. Das Fitnessstudio finde ich immer noch angesagt und ja, oder man lässt den Sport ganz weg und geht schönes Buffalo Steakhouse und gönnt sich da so ein richtig schönes großes Steak.